Herzlich willkommen im nächsten Video. Wir angeln auf Köderfisch heute, erste Mal und das erste Mal mit einer Wegglerpose. Es scheint so, als würde ich langsam zum Plumpsangler mutieren. Viel Spaß beim Video, let's go! Wir suchen gerade unseren Angelspot und muss man sich da genau an so eine Anlegestelle hier hinstellen? Verstehe sowas nicht, wa? Aber wir könnten natürlich hier raus. Wollen wir die andere Stelle nochmal schnell angucken? Ja, machen wir. Der zweite Spot. Aber der ist es auch nicht. Wir fahren zurück zum Hausboot und werfen dort neben dem Hausboot aus. Genau so. Wieder mal ein herzliches Willkommen am See. Oh, die Sonne ist gut. Wir packen mal aus. Läuft die Kamera? Ja, klar läuft die Kamera. Herzlich willkommen am See, ne? Wir sind wieder. Kannst du nicht anbieten, ne? Kannst du nicht anbieten. Ich geb mir doch Mühe. Wir machen jetzt ganz schnell. Es ist nämlich schon 7.24 Uhr. Wir sind um 6 haben wir uns getroffen. Heute wird alles gemacht. Da kläre ich gleich. Jetzt gehen wir erstmal runter zum See. Philipp ist schon fleißig. Den Schminkkoffer auch mitnehmen? Geil, guck mal. Ich bin jetzt wirklich offiziell Plumpsangler, ich muss es zugeben. Ich habe jetzt ein Köfferchen. Ich habe mich immer geweigert. Hast du deiner Frau geklaut, oder? Ja, meine Oma. Wirklich, ja? Maschine. Und los. Gut, ich gehe jetzt, wir bauen jetzt unten auf. Muss schnell gehen. Neben das Hausboot. Fertig. Mal gucken, ob die Fische so ein bisschen Hundebell ertragen können, wa? Das wird anlockt oder vertraut, ja. So, jetzt kommt sofort die erste Rute raus. Und dann können wir gemütlich in den Tag starten. Ich versuche heute mal mit einer Wegglerpose einen Fisch zu fangen. Das ist übrigens eine Spinnfischrolle, aber ist egal. Heute muss es ja eigentlich klappen mit dem Anglerhut, oder? So, ich mache mir jetzt ein Würmchen dran. Oben sind zwei Stopper dran. Ich will das erste Mal mit Köfi angeln und deswegen brauchen wir erstmal einen Köderfisch. Hose ist nicht zu sehen. Ich glaube, ich habe das Ding überbleit. Jetzt gehe mal gucken, wo meine Hose hängt. Bestimmt ein Barracuda dran. Denk dran, hier sind auch Krokodile, ne? Und Wasserschlamm. Yes. Geht wieder mit einer Rettungstat an hier. Klingt gut. Das ist jedes Mal so, oder? Ja. Das schön mit Adiletten. Ja, ich glaube, wir heute doch direkt mal rinnen. Nee, wie soll denn die Eier? Muss mal kurz hier drüben auswerfen, wegen, ob ich die, wie viel Blei da ran muss. Ja, ich mache das eine Blei auch noch ab, das ist echt zu dolle. Ich mache ein kleineres dran. Ja, ist so, wenn man was Neues probiert, funktioniert es nicht gleich, ne? Gut. Der nächste Wurm ist dran, ne? Schon mal gesagt, wie Plumpsangeln liebe, dass man überall hängen bleibt mit seiner Rute. Jetzt legt sich die Pose hin. Aus irgendeinem Grund legt die sich hin. Jetzt ist doch vielleicht zu wenig Blei unten dran. Jetzt hat sich der Philipp eilig. Die Pose läuft. Mensch. Komme ich hier extra zum Film rüber und jetzt ist da kein Fisch mehr dran, oder was? Guck mal hier. Hier, von uns noch, oder? Nee, ist doch nicht von uns. Du hattest ja kein Budweiser dabei. Das stimmt. Hier. Muss ja der Müll hier nicht im Wasser bleiben. Nein, deswegen zum Kühl. Ja, jetzt. Jetzt steht's im Wasser. Und ich auch. Also die Wegler steht jetzt. Ist ein Wurm dran. Philipp hatte schon den ersten Biss. Geh jetzt wieder rund.
Fisch. Oh. Hast du sie sehen? Nee. Der wollte gerade einen Barsch, den Wurm haben. Ja. Jetzt geht's ab. Alter, wie viel denn noch? Du musst anhauen. Jawohl, Fisch. Yes. Hey, das ist nicht mal klein. Eine Rot ist eine Rot, ja, aber eine Riesenrot wieder. Boah. Petri. Jetzt füttern wir noch ganz gezielt die Stellen an. So eine Vanillemischung. Ja, und jetzt kommen noch ein paar Maden mit rein ins Futter. Hatte ich auch noch nicht gemacht. Das ist auch widerlich, ne? Das ist auch nicht meins, wirklich hier mit irgendwelchen Maden breit zu machen. Aber das Aroma der Maden. Boah, das ist ja auch eklig, Alter. Ich habe jetzt so einen Kuchenteig zu lange stehen lassen und da sind Maden drin. Nicht meins. Haben wir beim letzten Mal auf jeden Fall die dicken Brassen gefangen. Aber heute wollen wir natürlich lieber Schleie und Karpfen fangen, so wie jedes Mal. Und jedes Mal fängt man Brassen in Rotfedern. Pose, Pose, Pose. Oh, ich habe siffige Hände vom Anfüttern. Also der Wurm ist ab. Na gut. Wir haben angefüttert, wir haben schon unsere Posen draußen. Jetzt machen wir gleich unsere Grundmontagen fertig. Ziel ist heute mit Köderfisch, zum allerersten Mal mit Köderfisch zu angeln. Das ist das Ziel. Herrlichstes Wetter, heute sollen 31 Grad werden, das ist nicht ganz so gut für Fische. Philipp präpariert gerade seinen Rutenhalter. Wenn das nicht passend war, oder? Und da ist er, die Grundmontage von Philipp. Aha, ja, haben wir mal schön ruft da den dicken Wurm noch. Den dicken Würmern kann es wieder raus, oder? Also, sein Detailsen. Durchlaufmontage. Und worauf haben wir Lust, auf was für Fische? Ich bin eigentlich immer Hecht, wa? Ja, also beim Köfi-Angeln auf jeden Fall Hecht, Zander. Aber beim Grundangeln, was wollen wir da eigentlich? Schleie und Karpfen wird es nicht geben. Also, ich hätte schon Bock auf Schleie. Ja, Schleie. Ah, wäre ein Träumchen. Heute wird eine Schleie kassiert. Ja, im Endeffekt ist jeder Fisch in der Und Philipp hatte gerade schon eine richtig dicke Rotfeder. Wo man sich Egon blicken lässt, oder? Na, aber Egon hat schon einen Kumpel, das gefällt mir. Philipp wartet die ganze Zeit nur auf mich. Ansonsten würden wir schon frühstücken. Nee. Ich hab ja keine Ruhe. Nee? Ich hab ja im letzten Video ihn noch gegessen. Matze, die war hier ganz unten. Ich weiß auch nicht. Ich bin noch nicht so der Waggler-Typ hier anscheinend. Dö, dö, dö. Angeln liegen aus. Na, warten wir mal, dass es bimmelt, wa? Und jetzt machen wir uns einen schönen Kaffee. Halt mal. Meine Pose, oder hat Eddie jetzt weggezogen? Oder? Meine Pose ist weg. Fisch? Ja, Fisch. Oder? Alter. Ah ja, Fisch. Immer noch ein Klingköder. Barsch. Endlich mal ein Fisch auf die Wiggler. Sehr schön. Ein 20 cm Bärschlein. Meinst du? Nee. 20? Nee. Man, also ich kenne mich mit 20 cm aus. Echt, ja? Nee. Kommt mir so klein vor. Ich hoffe, der fährt jetzt nicht. Ja, über unsere Routen. Ja, der nimmt doch meine jetzt mit. Zählt nicht. Oh. Seine Route. Gib mal Kamera. Und hier unten liegt da unten. Ja. Schade. Philipp, schnell! Ich hab einen Hänger! Nein, ich mach nur Spaß.
Sagst du deiner Frau auch immer? Na, ich hoffe, es ist wenigstens ein Treibholz. Ja, zum fünften Mal, dass ich da irgendwo... Ja. Vielleicht hast du auch einen Taucher erwischt. Na, dann darfst du jetzt nackig ausziehen und mal schön tauchen, mein Freund. Oh, jetzt ist was passiert. Oh, ich bin gerade erschrocken, wa? Ich dachte gerade ein Aal oder sowas. So. Also genüsslich frühstücken kann man das heute nicht nennen. Irgendwie kommen wir ja nicht dazu. Aber es ist trotzdem wunderschön. Prost. Prost, mein Lieber. Das darf man nicht will. So, wenn jetzt die Pose untergeht, ich stehe jetzt nicht auf. 30 Grad und damit Müsli. Das ist so semi-okay. Wir müssen auch noch mal in die Maske. Wir glänzen so ein bisschen. Wir müssen noch mal in die Maske. Wir glänzen. Kaffee ist vertilgt. Wir schwitzen, oder ich schwitze übelst jetzt von dem heißen Kaffee. Wir haben, ich habe mal meine Uhr abgemacht, um zu gucken, wie kalt es draußen ist. Philipp, wir haben jetzt schon 30 Grad. Wir haben 30 Grad im Schatten. Ich glaube, jetzt zählt jeder Fisch doppelt. Puh. Also haben wir eigentlich schon 14 Fische gefangen. Jetzt fangen wir uns einen Köderfisch, weil die eigentliche Mission Köderfisch ist noch... Wir haben schon einen Köderfisch dran gehabt und die Rute ist einfach komplett untergegangen, die Pose, weil die Pose nur 8 Gramm hat. Vielleicht können wir einer in die Kommentare schreiben, wie viel Gramm nimmt man denn bei einem kleinen Köderfisch? Ich sag mal so ein 15 cm, eine 15 cm Rotfeder. Wie schwer muss da die Pose sein? Ich probiere jetzt mal mit einer anderen Pose, die aussieht wie so ein U-Boot-Torpedo. Und mit Torpedo muss eigentlich klappen dann, oder? Vielleicht. Die erste Köderfischroute ist draußen. Wir haben es noch hingekriegt mit so einer Pose ohne jegliche Blei unten drunter, 10 Gramm. Jo. Haken durchs Maul, Stahlvorfach. Vielleicht fangen wir uns noch eine kleine Rotfeder oder eine kleine Plötze. Das wäre wahrscheinlich viel besser als Köderfisch. Welche? Die rechte hat gerade geruppelt. Da ist er, siehst du? Ja. Meine. Deine. Beide sozusagen. Jo. Fisch. Jo, Fisch. Brasse. Okay. Ich versuche gleich den Haken abzumachen. Hatze hat was Großes gefangen. Da ist er. Was haben wir da? Wieder so ein Teller. War wieder 40, 45? Ja. Man müsste ihn ja rausnehmen. Wir dürfen ihn ja nicht wieder reinsetzen. Naja, dann kannst du hier eine schöne Pasta von machen. Genau. Ja, wir werden mal den Tisch jetzt den Tisch verarbeiten. Oder vielleicht auch den Fisch. Der Ostblock lebt. Prost. Prost. Richtig schöner Schluck kaltes Bier. Wir haben 33 Grad aktuell, wirklich. Oh. Oh, das ist deine. Scheiße mit Anschlagen hier, ne? Ist doof. Komm. Da schwimmt doch was. Die nächste. Geil. Das wird beim Bier schon durch. Aber wirklich, in einer Hand eine Bier und eine GoPro. Oh, kiek mal, das mit dem kleinen Haken durch. Petri. So, wir verarbeiten auch diesen Fisch natürlich. Catch and Cook heute, oder? Ja, aber das war die Angel. Also wir haben jetzt eine Brasse auf Rotwurm, eine Brasse auf Mais, wir haben zwei Barsche gefangen und eine Rotfeder. Und wir haben jetzt 33 Grad, nur mal so. Oh, deine Angel. Was ist denn hier los? Willst du eh mal in Ruhe ein Bier trinken, wa? Dann kann ich ja hier drüben rauskommen. Denk dran, da ist ein Wasserspann. Gut, ich gehe andersrum. Hä? Und der nächste Fang oder was? Was ist denn das für ein Minifisch?
Petri. Mann! Erstmal angeln wir einen Köfi. Den werfen wir vielleicht nicht ganz so doll aus. Fisch. Die brasseln, ne? Oh, da drüben läutet was. So, Mission Köderfisch hat schon mal geklappt. Yes. Also der Haken ist jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber hat mir der Fritze im Angelladen so verkauft. Nach oben durch den Kopf. Ja? Beide angeln? Beide angeln? Oh ja, meine Angel auf jeden Fall. Ja, Fisch. Und Barsch. So, Routen liegen aus, jetzt aber noch mal ran an die Küffi-Route hier. Wir kochen uns mal was, ne? Ja, jetzt ist es einfach richtig heftig warm. Um 11 ist es. So ein richtiger Rentnermittags, so ein richtiger Rentnermittagszeit. So ein bisschen mal aufs Äußere achten hier. Gut, ist jetzt an. Haben wir hier aber wirklich auf Sparflamme Köderfisch. Ich habe eben schmerzlich lernen müssen, dass man die etwas seichter auswerfen muss. Steht wie eine 5. Oh. Nein. Och nö. Mann, komm, verarsch mich dann so. Aber trotz hoher Temperaturen immer noch Bisse, wa? Ja, wir doch noch angehauen hier und. Ja. Fisch. Oh, haben wir denn da? Mal wieder einen Teller oder was? Eine Güster. Ne, ist auch eine Brasse. Wahnsinn. Da denkst du, mal einen schönen anderen Fisch? Herzlich willkommen. Was haben wir? Kleine Brasse. 35, 30. Profi. So, nächster Fisch. Oh, alter Schwede. Einfach der kleinste Barsch vom heutigen Tag. Philipp hat heute den großen Aufräumtag. Den Angel. Alter, die Mülltüte. Der gute Porzellan. Eigentlich das Beste, was man machen kann an so einem Tag, ey. Eine schöne Bockwurst und ein bisschen Kartoffelsalat und ein Brötchen. Oh. Gut, danke. Und Pappel. Ich würde gerne essen. Ja, schön. Sag ich mal, jetzt hier einer bin ich Hungerin. Mach das. Aber Kartoffelsalat schaffe ich dann nicht mehr. Muss gut. So, ich glaube, wir haben uns jetzt fast eine Stunde nicht gemeldet. Ja, der Philipp macht gerade nochmal die Angel frisch. Ich mache jetzt drüben unsere Grundmontage noch ein letztes Mal fertig. Hatten jetzt eine Stunde lang eigentlich keinen Biss. 30 Grad im Schatten, es ist heute einfach zu warm. Wir sind froh, dass wir zeitig angefangen haben mit Angeln heute. Dadurch hatten wir noch viele, viele Bisse, aber jetzt ist einfach Feierabend. Nein. Komm mit deiner Angel nicht so klar. Yes. Oh, gucken wir mal, was die nächste halbe Stunde noch bringt. Hm. Nee, meine Angel. Jetzt. Fisch. Na, was ganz Kleines. Was ganz Kleines. Klein. So, die Köfi-Montage. Die ist auch noch
da. Aber auch nur da. Sie ist halt da. Die Frage ist halt, ist der Köder noch? Doch. Das hätten wir nicht mehr. Ja, aber das ist auch zu warm dafür jetzt. Ja. Echt nur da abends in der Nacht. Abenddämmerung, abends. Hat die klingelt. Wir haben noch mal Fisch. Wenn wir Fisch haben, dann ja. Wo ist nochmal der Karo? Jetzt kommt er, ja. Ja. Ja, das ist ein Fisch. So, der letzte Wurf hat noch was gebracht. Moin. Aber da war da eben eindeutig geruppelt vorne beim Einkugeln. Hat geruppelt, sagt er. Oh, das wäre schön gewesen. Oh, ah, hallo. Geht das? Ja, ja, geht schon. Danke. Dankeschön, ebenso. Nee, die muss wandern. Aber die ist jetzt zum ersten Mal, dass die sich schräg stellt. Ich suche ein Erdbeet. Ja, vielleicht ist es das. Ja. Riecht hier auch so ein bisschen nach Schwefel. Okay. Ich fass nicht. Zum Abschluss nochmal Fisch, komm. So, jetzt. Fühlt sich gut an. Ja, Fisch. Noch eine kleine Rotfeder zum Abschluss hier. Unsere Köfi-Pose macht seltsame Bewegungen, aber ich glaube, die muss richtig losgehen, oder? Die muss einfach auch ein bisschen wandern. Nicht nur ein bisschen wandern, die muss ja richtig unter Wasser sein und dann... Mama, das wäre so stark, ey. Jetzt noch einen kleinen Hecht, also einen großen. Nee, kleiner reicht auch. Spannend. Das ist doch zu wenig, oder? Na los, komm. Oh, da kann man nicht erschienen. Schon wieder eine kleine Rotfeder. Warte, ich mach sie ab. Na? Na. Na. Das ist aber der letzte Wurf, ja? See. Er kann dann auch noch eine Stunde. Ja, Fisch, komm! Ja, zappelt? Ist doch ja nichts, guck mal. Ach doch, da ist was dran. Ein kleiner Barsch, wa? Nee. Oh, das kann doch nicht sein, ernst sein. Mini-Barsch. Wir packen jetzt so langsam ein. Erster Versuch mit Köderfisch war ja so mäßig. Wir haben schön viele Fische gefangen. Kleine, bisschen größere. Zielfisch war nicht dabei, Köderfischen hat nicht funktioniert, aber alles andere war sehr prickelnd und sehr schön. Wir packen jetzt ein bisschen ein, aber wir können ja schon mal Tschüss sagen, weil viel passiert nicht mehr. Angeln einräumen und ja, wem es gefallen hat, lässt einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar oder ein Abo. Vielen Dank an Philipp für diesen schönen Tag. Es war wirklich ein schöner Tag, muss man sagen. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Film hat Spaß gemacht. Bis bald. Tschüssen. Tschüss. Wupp. Haben wir gerade die Kamera aufgestellt hier zum Abbauen und hat ein Mini-Barsch, 25 cm, hat die Rute aus dem Rutenständer geholt. Haben wir uns ein bisschen erschrocken, dachten, es war was Großes. War aber nicht der Fall. Deswegen bleibt's beim Tschüss.